Wenn andere in den Urlaub fahren, nutzen wir die verkehrsärmere Zeit, um unsere Gleise wieder auf Vordermann zu bringen. Wie zum Beispiel hinter mir in der Kuhturmstraße. Ab Montag wird es da auch zu Einschränkungen kommen, sowie auch bei anderen Baustellen. Was und wo wir bauen, erzählt euch heute Herr Lietze. Hallo. Ja, was tun wir in den Sommerferien? Wir nutzen, wie jetzt schon angesprochen wurde, die verkehrsärmere Zeit, um unsere Baustellen voranzutreiben, um unser Netz in Ordnung zu bringen. Konkret geht es um 5 neuralgische Punkte, die wir in den Sommerferien intensiv bearbeiten werden. Zum einen Kernstück ist das der ganze Bereich der Könneritzstraße. Dort ist es uns gelungen, insgesamt 4 Baustellen auf einem Punkt zu konzentrieren. Kernstück ist der Bau der Haltestelle Stieglitzstraße als Projekt, was ja schon im vergangenen Jahr begonnen hat. Dazu setzen wir unsere Gleise an der Anton-Bruckner-Allee in Stand. Wir führen Gleisinstandsetzungen in der Kurve Könneritz-Antonienstraße aus und wir erneuern grundhaft die Gleise neu in der Antonienstraße zwischen Erich-Zeigner-Allee und Adler. Diese Baustelle wird mit einer 6-wöchigen Vollsperrung vonstatten gehen. Die Straßenbahnlinien 1 und 2 fahren über die Tschorrische Straße und Ersatzverkehr mit Bussen verkehrt zwischen Westplatz und Adler. Dazu kommt noch ein Bonbon an dieser Stelle. Am Wochenende 30. und 31.07. werden die Antonienbrücken für den Straßenbahnverkehr voll gesperrt. Dort werden wir unseren Ersatzverkehr, der für die Könneritzstraße unterwegs ist, verlängern und unsere Fahrgäste mit Bussen bis Lausen bringen. Das zweite Vorhaben, da stehen wir gerade, Baumaßnahme Lindenauer Markt. Hier wird also die Gleiskurve erneuert. Die Linien 7, 8 und 15 verkehren bis zum Straßenbahnhof Angerbrücke. Von dort ist Ersatzverkehr mit Bussen bis zum Bushof Lindenau eingerichtet und zwischen Miltitz und Bölitz-Ehrenberg pendelt eine Straßenbahn, die dann die Fahrgäste aufnimmt und an ihr Ziel bringt. Das dritte Vorhaben, die Baumaßnahme Raschwitzer Straße, läuft seit Beginn dieses Jahres. Wir werden vom 9.7. bis 17.7. hier eine Straßenbahnsperrung haben. Dort wird die Zweigleisigkeit wiederhergestellt und ab 25.7., dem Montag, wird die Linie 11E wieder wie immer bis Dölitz verkehren und so den Dölitzer Bürgern wieder einen 10-Minuten-Takt bieten. Das vierte Vorhaben ist unsere Baustelle in der Georg-Schumann-Straße am Arbeitsamt. Dort werden wir am Wochenende 25. und 26.7. eine Sperrung für den Straßenbahnverkehr haben. Die Linie 10 fährt bis zum Hauptbahnhof, die Linie 11 wird nach Godes-Landsberger Straße verkehren und Ersatzverkehr mit Bussen verkehrt von der Georg-Schumann-Lindenthaler Straße bis nach Schkeuditz. Das fünfte Vorhaben befindet sich im Bereich Wiederitzsch. Wir werden dort die Gleiskurve in Wiederitzsch, Delitzscher Straße, in die Einfahrt in den bahneigenen Gleiskörper erneuern. Ebenfalls zur gleichen Sperrzeit werden wir Gleisinstandhaltungsmaßnahmen zwischen Klinikum St. Georg und Dachauer Straße ausführen. Die Straßenbahnsperrung wird sein vom 18.07. bis zum 7.08. Und die Linie 16 wird bis zum Klinikum St. Georg verkehren und von dort ist Ersatzverkehr mit Bussen bis zum Messegelände eingerichtet. Vielen Dank, Herr Lietze, für die vielen Informationen und ihr findet wie immer auch alle Informationen nochmal gebündelt auf der www.lde/baustellenseite. Wir wünschen viel Erfolg beim Bauen und euch schöne Ferien. Bis bald!